Für das heutige Türchen sind wir ins Eichsfeld gefahren und zwar zum Grenzlandmuseum hier im Eichsfeld in der Nähe von Teistung. Hier habe ich mich mit Julian verabredet. Julian ist auch Volontär und Julian wird uns einmal zeigen, was es von drinnen zu sehen gibt. Julian nimmt mich jetzt mit in die Dauerausstellung des Grenzlandmuseums und zeigt mir dort die moderne Ausstellung, die sich mit den Themen Kalter Krieg, deutsche Teilung, aber auch mit dem Leben der Menschen an und mit der innerdeutschen Grenze beschäftigt. Natürlich wird hier auch auf die Besonderheit des Museums eingegangen und das ist die einstige Funktion als Grenzübergangsstelle. An der Stelle, wo sich heute das Grenzlandmuseum Eichsfeld befindet, war früher die Grenzübergangsstelle Duderstadt-Worbes. Ab dem 21. Juni 1973 wurde hier eine Grenzübergangsstelle aufgebaut, um zwischen beiden deutschen Staaten Pässe zu kontrollieren und auch den Zoll abzufertigen. Wir sind noch im Museum und hier ist ein Originalteil dieser Passkontrollen zu sehen. Genau diese Passkontrollstelle war dazu gedacht, Busreisende abzufertigen. Die Atmosphäre in diesen Passkontrollstellen war bewusst einschüchternd gewählt. Und viele, die hier einmal ihren Pass vorzeigen müssten, haben sicherlich noch diese einschüchternde Atmosphäre vor Augen. Normalerweise saß einem an dieser Stelle jemand in der Uniform der Grenztruppen gegenüber. Zu den Grenztruppen gehörten die Personen allerdings nicht. Sie waren Mitarbeiter der Staatssicherheit, der Stasi. Diese Passkontrollstelle ist nicht das einzige, was noch an die ehemalige Funktion als Grenzübergangsstelle erinnert. Es gibt auch noch im Außenbereich einige Relikte und Überreste, die an die Grenzübergangsstelle zwischen Worbes und Duderstadt erinnern. Und Julian wird uns jetzt noch einmal zeigen, was es hier sonst noch zu sehen gibt. Ja, das hier zeigt ein Modell des Grenzübergangs Duderstadt-Worbes aus dem Jahr 1978. Mhm. Und hier auf dem Bild zum Vergleich, so sah der Grenzübergang 1988 aus. Da kann man hier rechts sogar erkennen, wie das aktuelle Museumsgebäude gerade gebaut wurde. Hier vorne, da befand sich die Passkontrolleinheit. Dort wurde man von den Mitarbeitern der Staatssicherheit kontrolliert. Und dahinter die Reihe, dort befand sich die Zollkontrolle. Und dann gab es hier noch ein Laufband und das befindet sich hier auch noch in der Ausstellung. Also das können wir noch sehen? Das können wir hier noch sehen. Super, dann gehen wir dahin. Das ist jetzt dieses Kontrollband. Genau, da hat man eine Tasche bekommen und dort hat man eben seinen Ausweis, seine Reisepässe und die Visabescheinigung hereingelegt. Und das wurde dann zur Passkontrolle abtransportiert. Insgesamt haben im Übrigen bis zu 5 Mitarbeiter der Passkontrolleinheit die Pässe kontrolliert. Man hat aber nur 2 zu Gesicht bekommen. Ah, okay. Als nächstes hat mir Julian das Außengelände des Grenzlandmuseums gezeigt. Auf dem Foto seht ihr noch einmal die Passkontrollstellen markiert. Seit dem Jahr 1987 hat sich aber einiges verändert. Behaltet auch immer hier den Turm, der jetzt mit dem Pfeil markiert ist, im Blick. Der bietet euch gleich im Außengelände einen guten Orientierungspunkt. Ja, hier rechts sieht man ein weißes Pylon. Ja. Das befand sich eigentlich an der Bundesstraße näher dran. Das hat einem angezeigt, dass man eben in die DDR eingereist ist. Da befand sich nämlich dieses Emblem, was man hier unten sehen kann, eigentlich dort oben, sodass man auch wirklich schon aus der Ferne erkannt hat, dass man jetzt in die DDR einreist. Ja. Dann ist hier noch dieser Turm. Was ist das? Das war der Mühlenturm. Dort befanden sich die Grenztruppen drin. Das war aber zuvor der Turm einer Müllers-Familie. Die hat hier gewohnt. Das kann man nämlich hier noch an der Wand erkennen. Ja. Dort sieht man den Giebel. Daran kann man erkennen, dass sich hier ein Wohnhaus befunden hatte. Die Müllers-Familie musste dann natürlich, als der Grenzübergang eingerichtet worden ist, vorher hier ausziehen. Okay. Dann gehen wir jetzt noch zu den Grenzsperranlagen. Sehr gerne. Zusammen mit Julian sind wir dann aufgebrochen. Es ging vorbei an der tonnenschweren Kfz-Rollsperre hinauf auf den Grenzlandweg, der 6 Kilometer lang ist
und gesäumt wird von Relikten der ehemaligen Grenzanlagen der DDR. Leider wehte an dem Tag unseres Besuches ein ganz besonders starker Wind. Daher konnten wir unsere Drohne leider nicht steigen lassen. Aber auf dieser Luftbildaufnahme aus dem Internet könnt ihr gut erkennen, was es auf dem Grenzlandweg zu entdecken gibt, so beispielsweise eine alte Führungsstelle. Wie ihr sehen könnt, wird es jetzt langsam dunkel und es wird jetzt auch langsam kälter. Ich möchte mich nochmal bei Julian bedanken für die ganz, ganz tolle Führung. Wenn ihr euch selber einmal das Grenzlandmuseum und die beeindruckende Außenanlage sowie die Ausstellung anschauen wollt, dann könnt ihr immer von dienstags bis sonntags hier vorbeikommen. Das Museum ist von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Außenanlage ist immer frei zugänglich. Ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Türchen wiedersehen werden. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.